comme au premier jour du premier mois de nos corps à corps. Meine Mutter erzieht mich auf richtig Young King. Bemerkungen, die mich so nennen, nenn ich persönlich. Meine Person lebt vor sich, doch es geht mein Wohlempfinden. Der Wohlstand des Empfindens kann irgendwie keiner finden. Roten Lippenstift, Kuss auf der Serviette. Darunter ein Name und eine Nummer, damit ich mich melde. Ein neuen Jobauftrag für den Go in Paris. Es geht um ein Waffenrendezvous auf der Street. Komme im Flughafen an, in seinem Hemd wie ein Designer. Draußen wartet schon der Driver und sagt, dann steig ein, das Weg ist das Ziel. Seh Hochhäuser und Probleme ecken da, Statuen und Monument, das wir zentral antreffen. Der Fahrer spielt klassische Musik, während wir fahren. Setz mich in eine Gasse von Hostel ab, au revoir. Die Rezeption gab mir einen Schlüssel ohne weitere Fragen. Raum 6, ein Bett, Fernsehen und Bettlaken. Lass Fernsehen laufen, geh duschen, bis es an der Tür klopft. Zieh meinen Latschenmantel an und guck, wer da ist, go. Treffe auf ein Typ in Anzug und eine Narbe ins Gesicht. So eine Brille an, kann nicht erkennen, wer er ist. Reich mir eine Brieftasche und verschwinde. Ich setze mich hin und gucke ruhig, was da drin ist. Ein Zettel mit Infos, das ich dann verbrennen soll. Ein paar Fotos von dem Typ, das ich erledigen soll. Dazu eine Glock 17 mit dem Silencer. Ich zieh mich ganz in Schwarz an und bin draußen, bro. War im Dunkeln im Park vor sein Büro. 3 Stunden vergingen, meine Blase ist voll, ich muss auf Klo. Auf einmal sehe ich 2 Riesen, wie sie rausspazieren. Keiner soll mich jetzt anrufen, mal mein Handy auf vibrieren. Mach mich auf den Weg, Flugmodus, Schulpolo, lauf auf sie zu, meine Stadtkarte, bin ich hier del Toro. Desto näher ich komme, sehe ich den kleinen Pisser. Ich zöger nicht, zieh die Wumme raus, die sehen's nicht mal. Blass ein von denen ein Auge weg, während er fällt, sehe ich den Pisser hinten mit dem Turtleneck. Ein durch sein Hals und ein durch sein Stern, der andere Bodyguard kriegt einen Schuss ins Knie, ich flieh. Ich höre Frauen schreien, Kleider verschmiert, scheißegal, verschwinde in der Dunkelheit, mein Job ist getan. Im Taxi zum Flughafen höre ich, der Typ ist geil, Drogenbaron schafft es nicht ins Zeugenschutzprogramm. De nos corps à corps, et que la lumière soit comme au premier jour du premier mois. De nos corps à corps, et que la lumière. Liebe Mom, es scheint, als wäre eine Ewigkeit vergangen, seit du uns verlassen hast. Seitdem ist so vieles passiert. So viele Träume sind zu Albträumen geworden. Ich weiß, du wolltest immer das Beste für mich. Aber ich schätze, es sollte nicht so sein. Ein ausgebrannter Dschungel. Ein Gespenst des besseren Tages. Wie mein Vater. Verloren. Unerreichbar. Und der Junge, den du geliebt hast, ist zu dem Mann geworden, den du gefürchtet hast. Er wird durch dasselbe Giftreich, das dich getötet und meinen Vater zerstört hat. Er macht Geschäfte mit den Männern, die unserer Familie die Würde geraubt haben. Misstrauische Partner. Durch nichts verbunden außer Rastlosigkeit, Angst und Gier. Ich und mein Bruder kontrollieren jetzt die Straßen, in denen wir früher als Kinder spielten. Wir hatten auf ein anderes Leben gehofft. Ja. Aber die Zeiten ändern sich. Die Menschen ändern sich. Von der Convent bis Nick gehören die Straßen mir.
Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. Ich werde zerstört von all diesen Dingen. Zerstört von der Schuld. Und zerstört von meiner Trauer. Möge Gott mir vergeben.